meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Ich habe mir heute die Haare nicht wirklich gemacht, ich bin nicht wirklich geschminkt. Das hat auch einen Grund und wenn dich das interessiert, schnapp den Kaffee, den Keks, wie auch immer. Und einen kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Oder andere wird jetzt sie Thumbnail wieder schreien, oh, Oceans Apart. Aber dieses Video hat tatsächlich einen Grund. So, ich muss ein bisschen ausholen. Ich durfte mir ja wieder Kleidung aussuchen bei Oceans Apart. Das hatte ich euch schon mal gezeigt. Das Video verlinke ich euch und auch die ganzen Rabattcodes werde ich euch unten in der Infobox nochmal verlinken. Und nachdem ich ja bisher immer schwarz ausgesucht hatte, hatte ich euch ja aufgerufen, mir doch zu schreiben, welche Farben euch denn sozusagen gefallen würden. Ich habe mir auch in den Warenkorb Rot und Türkis reingelegt, das ist schon drin, aber mir ist dann ein anderes Set ins Auge gesprungen, so ungefähr, nimm mich. Und dieses Set, das zeige ich euch heute nochmal ausführlicher. Das hatte ich ja, wie gesagt, beim letzten nur so grob gezeigt und heute zeige ich es euch ausführlicher. Und warum zeige ich es euch ausführlicher? Also ich hole heute wirklich aus ohne Ende. Ich habe auch extra Strickjacke angezogen, damit ihr nicht wisst, welche Farbe. Wie gesagt, der eine oder andere, der mich verfolgt, kennt es ja schon. Ich habe mir ein Brautkleid gekauft, beziehungsweise kein Brautkleid in Weiß, sondern für die standesamtliche Hochzeit. Und es war schon ziemlich eng, sagen wir es mal so. Und ich kaufe mir diese Sachen so nach und nach zusammen, weil ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, was ich will, weil wir heiraten in Tracht. Und jetzt hatte ich mir eine Bluse noch gekauft. Die Bluse hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das heißt, diese Sachen kaufe ich online und mein richtiges Brautkleid kaufe ich im Geschäft. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und die Bluse, die ich bestellt habe, die sah so schön aus auf dem Bild und dann kamen sie dem, was ist das für ein Lappen? Und ich habe sie aber trotzdem anprobiert mit Kleid und habe mir gedacht, alter Schwede, ich habe das Kleid nicht mal mehr zubekommen. Wo ich es gekauft habe, habe ich es wenigstens noch zubekommen. Wenn ihr mich jetzt gleich seht, ich bin nicht dick, also nicht falsch verstehen. Aber um dieses Kleid anziehen zu können, müssen 57 Gramm weg. Das heißt nicht, ich muss nur einmal aufs Klo, also bitte, ja. Ich muss wirklich ein paar Gramm abspecken. Das heißt, ab heute ist für mich FDH angesagt. Ich muss ein bisschen sporteln. Und was nutze ich da am besten? Sportkleidung. Und ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr genauso wie ich so kleine Sportmuffe seid, zieht am besten gleich früh morgens ein Sportoutfit an. Da fühlt ihr euch gleich motivierter, da habt ihr Lust dann drauf. Ich tue hier gerne Hula-Hoop-Reifen machen und ich habe auch so eine Rüttelplatte. Das tut mir wirklich gut, auch für den Rücken zum Beispiel. Seitdem ich meine Rüttelplatte habe, die habe ich übrigens vom Aldi, habe ich keine Migräne mehr und keine Rückenschmerzen mehr. So, das nur noch mal am Rande. Und jetzt fehlt mir natürlich noch eine Handtasche, ein paar Schuhe fehlen mir noch, ein Trachtenjanker fehlt mir noch. Diese Sachen muss ich noch kaufen, habe mich noch nicht wirklich entschieden. Und ja, demzufolge zeige ich jetzt euch dieses Outfit, was jetzt mich begleitet die nächsten Wochen. Die anderen begleiten mich natürlich auch, so ist das nicht. Aber ich wollte euch, wie gesagt, dieses nochmal zeigen. Das heißt, ich ziehe jetzt mein schönes Jäckchen aus und da blitzt auch schon die Farbe. Also da, die Farbe blitzt schon durch. Und jetzt rutsche ich mal ein Stück nach hinten. Seht ihr erstmal zumindest mal das Oberteil. Das ist wie bei den meisten, haben wir wieder hier ein Bustier, was wirklich ein bisschen länger geschnitten ist. Finde ich sehr schön. Jetzt seht ihr auch, warum ich mich nicht so zurecht gemacht habe. Wieder das Ocean Apart Zeichen, finde ich sehr schön. Der Stoff ist mega bequem. Und wir haben hier ein sozusagen Überkreuz Träger, weil ich hasse nichts mehr, wenn du Sport machst und dir rutschen hier so die Träger runter. Der sitzt wirklich gut, man kann diese Befüllung, hier sieht man das, rausnehmen, wer das nicht mag. Und ja, aber das ist jetzt zumindest mal das Oberteil. Ich zeige euch jetzt gleich noch die Hose. Die Hose hat so ein dickeres Bündchen, das finde ich sehr angenehm. Das heißt, sie rutscht dir nicht so sehr runter. Der Hintern, ja, lässt sich sehen. Es sind keine Taschen dran, das finde ich zwar ein bisschen schade, aber ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Und hier haben wir eine Art Riffelung. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich bin, wie gesagt, jetzt ein bisschen weiter weg. Ich sehe mich schon gar nicht mehr.
Die Hose geht ungefähr, also geht wirklich ganz lang runter, geht sogar noch ein Stückchen weiter. Für mich mit 1,61 Meter top die Größe. Und wie gesagt, damit kann man sich im Fitnessstudio auch sehen lassen. Zu diesem Outfit gehört noch ein Oberteil. Und zwar dieses. Und ich persönlich mag, es ist schon ein bisschen verwurstelt, weil ich schon anhatte vorhin. Ich mag gern rückenfrei. Und das hat dieses Oberteil. Schaut, der hat hinten wieder die, den Schriftzug Oceans Apart und auch wieder vorne. Es ist knödelig, entschuldigt bitte, aber ich hatte es eben gerade schon an. Und weil ich mag es wirklich sehr gern. Das hat jetzt hier ein anderes Material. Aber wer jetzt zum Beispiel nicht so gerne nur mit dem Oberteil rumrein möchte, der könnte jetzt, wenn es richtig warm ist, auch dieses Oberteil anziehen. Und wie gesagt, dann haben wir hier dieses rückenfrei. Also das finde ich jetzt persönlich sehr schön. Und ich habe mir aber alternativ, weil es kann ja sein, dass es nicht ganz so warm ist, noch ein T-Shirt ausgesucht. Und dieses T-Shirt, das hat echt was Neckisches dran. Das ist, auf den ersten Blick sieht es ganz normal aus. Seht ihr das? Auch wieder, also diese T-Shirts, die haben unterschiedliche Schriftzüge. Da gibt es auch welche, die so einen großen Schriftzug drauf haben. Aber was ich total nett finde, das hat unten so einen Gummizug. Also so ein Bändler. Da könntest du das nämlich zumachen. Das heißt, wenn es mir jetzt zum Beispiel frisch wird, dann könnte ich sagen, ich ziehe dieses T-Shirt an. Ziehe das jetzt einfach mal drüber, damit ihr das seht. So. Jetzt seht ihr auch, warum ich keine Frisur gemacht habe. Und da könnte ich jetzt entweder das so runterhängen lassen, wenn man das mag. Es ist ein bisschen größer, aber ich habe es in Größe L bestellt. Und man könnte aber jetzt auch sagen, komm, ich möchte das einfach ein bisschen hochgezogen haben, mache da jetzt ein Schleifchen rein und mache das so. Das heißt, das kann ich auch im Alltag tragen. Das ist für mich jetzt ein Outfit, wir haben ja Schnee. Das heißt, ich kann jetzt Sport machen, ohne jetzt gleich komplett in so einem nackigen Outfit zu sein. Und ihr müsst doch mal sagen, die Farbkombination habe ich da echt teuer ausgesucht, gell? Und ja, mir gefällt es einfach richtig gut. Und der Hula steht schon da. Ich werde jetzt anfangen. Vielleicht trinke ich vorher noch einen Kaffee, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt anfangen, mein Gewicht etwas zu reduzieren. Ich bin ein guter Esser, das muss man auch sagen. Also mein Freund sagt immer, ich esse wie ein Mann. Und das ist auch der Grund, weswegen ich dann immer schnell zunehme. Wie gesagt, ihr seht, ich bin nicht wirklich dick, aber nur anhand des Kleides hängt jetzt sozusagen diese Abnehmgeschichte. Und das wollte ich euch zeigen. Wie gesagt, ich finde das Outfit sehr schön. Werbung hin oder her, ihr wisst, also viele sagen ja ständig, kommt jetzt zur Ocean Apart. Ich wollte es euch ja nur mal zeigen in Bezug auf meine Hochzeit, weil ich ja, wie gesagt, abnehmen muss. Und was ich euch eigentlich fragen wollte, habt ihr Interesse, das würde ich aber dann nach der Hochzeit machen, weil wir nicht wissen, ob aufgrund Corona da irgendwas schief geht. Soll ich euch das Kleid mal zeigen? Soll ich euch da ein bisschen mitnehmen? Soll ich euch ein paar Fotos zeigen? Meinen Freund werde ich euch natürlich nicht zeigen. Habt ihr Interesse, wo ich was gekauft habe, wie da so der Weg war? Würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn nicht, dann ich. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag. Ich sage mal vielen lieben Dank an Oceans Apart. Und wie gesagt, schaut einfach mal auf die Webseite. Ist ganz toll, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und ich werde jetzt ein bisschen sporteln. Gell? Also schönen Sonntag.